2 seconds, cause that ain't enough. The love run out, so we're here to try to make it. So open up a bottle, grab that pill and just take it. No faking or taking, just pounds of the bacon to make this ozone fly, so we can just break it. Yeah, we got rhythm, yeah, we got style. Doing all of this just to bring up that smile. Cause when the love is gone, that's when we get the war and terrorism. Sheer living, knocking on the door. Now's the time to turn that back around. Show this world love can make it sound. So make that noise, come on, grab the boys to prepare them all. Moin! Jo, mal wieder eine Vorstellung zu einem Coast Knife. Da habe ich ja jetzt doch ein paar auf meinem Kanal. Ja, die Coast Messer, die pushe ich ganz gerne zurzeit. Ich finde einfach, die haben im Low-Budget-Bereich durchaus Potenzial, wobei ich gleich vorab sagen muss, dieses Messer hier liegt im absolut gehobenen ja, Low-Budget-Bereich der äußersten Grenze. Für viele Messer ist das auch nicht mehr, für viele Leute ist das auch nicht mehr Low-Budget. Wir reden hier von knapp 60 Euro, das gleich vorab. Da sagen viele schon, nee, tut mir leid, das ist mir einfach zu viel. Für mich selber ist das eine Summe, wo man, wenn das Messer gefällt, das immer ausgibt. Das liegt aber auch dann eher am Messervirus. Ja, das ist dann so ein anderer Schnack nochmal. Da kann Coast durchaus noch ein bisschen was machen am Preis, finde ich. So 49,99 ist dann schon ein passender Deal, aber nochmal 5 Euro weiter unten wäre auch ganz nett. Aber ja, ich werde erstmal gleich auf alles so eingehen, damit ihr den ganzen Umfang ermessen könnt dieses Messers. Vorab dann aber nochmal ein Dankeschön raus an Rasierwerk. Ja, Messershop, Link zum Bezug findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, die hatte ich angeschrieben, weil mir das Teil gefallen hat. Die haben mir das rumgeschickt zum Testen, habe ich gemacht. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Teil habt, dann checkt ihr die Videobeschreibung aus. Rasierwerk, da könnt ihr das Teil beziehen. Und ja, als ich das gesehen hatte, es war so, ich war auf der Coast-Seite mal wieder, die werde ich euch auch verlinken unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die Homepage mal an, die ist schön aufgemacht von Coast, also wirklich eine gute, gute Homepage, da stöbert man gerne. Und bin auf dieses Modell gestoßen, habe dann geguckt, wo man das beziehen kann. Ja, war nicht leicht zu beziehen, aber halt Rasierwerk hat das im Angebot. Da habe ich mich sehr gefreut, die angeschrieben, hier ist es jetzt, klasse, klasse Sache. Da kommt auch noch eine kleine Überraschung, ein kleines Giveaway auf euch zu. Ja, da war Rasierwerk spendabel. Super, super cool. Danke auch dafür. Und ja, jetzt freue ich mich einfach, dieses Messer euch vorstellen zu können. Was mich daran interessiert hat, war halt die Verbindung von Klinge, von Messer und durchaus gefällig in der Linie. Klar, manche mögen Serrations nicht und der Griff wirkt erstmal komisch. Ist er auch, kommen wir noch zu. Ja, aber die Verbindung aus Taschenlampe und Messer fand ich ganz interessant. Wobei ich sagen muss, ich habe schon ein paar Taschenmesser gehabt, auch feststehende Messer mit Lichtfunktion. Hatte mal von SOG eins in der Hand. War okay, aber die waren schon sehr teuer. Das gefiel mir alles nicht wirklich. Ich erinnere mich noch, gibt einen Bericht im Messermagazin, uralt aber. Da wurde so ein feststehendes Messer, so ein Rettungsmesser mal vorgestellt. Mit so kleinen Mini-LEDs, also quasi gar keine Leistung. Und das Teil kostete 400-500 D-Mark. Irre. Halt irre zu der Zeit damals, als die Beleuchtungstechnik noch nicht so weit war, was da die Sachen so gekostet haben. Und dann Verbindung noch mit dem Messer, made in Deutschland. In Germany irre Preise, aber das nur nebenbei. Coast selber stellt schon lange Taschenlampen her, sind da schon lange im Geschäft und die haben halt jetzt zwei Sachen vereint: einmal ihre Taschenlampentechnologie und ihre Messer. Ja, ist ein chinesisches Messer, ist aber wieder ein sehr gut gefertigtes Messer. Rein qualitativ, gerade was die Mechanik angeht, werde ich hier nicht viel meckern können. Das Modell selbst ist das LK375. Die Klinge selbst ist 9,5 cm lang und hat eine effektive Schneide von 9 cm. Insgesamt ist das Modell 21,5 cm lang, also eine gute Länge für mich. Ja, und die Taschenlampe, die hier in den Griff verbaut wurde, macht den Griff natürlich sehr, sehr breit. 2,4 cm haben wir, das ist gehörig viel, liegt also sehr, sehr satt in der Hand. Liegt mir eigentlich gut in der Hand, aber so dicke Griffe mag ich eigentlich nicht. Also ich hätte es gerne dünner, aber da ist eine AAA-Batterie verbaut, von daher, ich glaube, viel, viel Spielraum hatten die da nicht mehr.
Ja, passt schon. Also jeder, der satte Griffe mag, der wird das mögen. Liegt auch gut in der Hand. Durch die Grooves sehr ergonomisch, auf jeden Fall bei meiner Hand top. Auch die Finger betten sich schön in den Clip ein. Jimping, das effektiv ist, hätte meiner Meinung nach weg sein können, aber es ist da, es ist effektiv, also okay, kann ich mit leben. Und auch für Rechtshänder bettet sich der Griff schön ein ins Fleisch, man spürt nichts, liegt einfach gut in der Hand, dieses Messer. Ja, und dieser Mix aus Taschenlampe und Messer ist grundsätzlich immer interessant, aber im Grunde nur ein Gimmick. Ja, das ist, weil wir Jungs haben immer eigentlich beides dabei, ein Messer und eine Taschenlampe einzeln. Von daher ist dieser Mix im Grunde für die meisten Leute nur semi-interessant. Da liegt dann auch Einsatzgebiet dieses Messer, meiner Meinung nach. Das sehe ich nämlich ganz, ganz eindeutig zum Beispiel im Werkzeugkasten oder beim Camping, dass man sowas fürs Camping mitnimmt, im Auto oder im Rucksack, mehr oder weniger wirklich als Backup, weil da hast du gleich eine Klinge, eine anständige Klinge. Klingenstahl ist der 7CR17, chinesischer Stahl. Hatte ich schon einige Male. Der war immer okay. Ähnlich zum 8CR13. Das ist einfach ein gutes Backup-Set, das man dann da reinschmeißen kann. Und wenn man dann mal sein Messer vergessen hat oder die Taschenlampe vergessen hat oder die Taschenlampe verliert oder sie geht kaputt oder die Batterien sind leer, dann hat man hier halt im wahrsten Sinne des Wortes noch ein Backup. Ja, zur Taschenlampe. Coast selber gibt 110 Lumen im High-Modus an. Wir haben zwei Modi. High und Low. Das Schöne ist, durch leichtes Antippen kann man das schon aktivieren. Und zum Durchdrücken, dass es dann halt permanent an ist, muss man wirklich weit runterdrücken. Sehr definierter, guter, wirklich guter Druckknopf. Gefällt mir sehr gut. Und auch durch Anschlagen... da passiert nicht viel. Den haben sie gut eingepasst, den Druckknopf. Bei 110 Lumen soll die Laufzeit, glaube ich, bei 4 Stunden liegen. Das ist okay, würde ich mal sagen. Zumindest für so ein Backup-Teil. Da könnte ich mit leben. Und verbaut wurde die Batterie hier in den Griff. Das werden wir mal aufschrauben. Irgendwo habe ich hier ein Werkzeug liegen, wenn ich es denn finde. Der Griff selber ist, das ist so ein Kunststoffgriff, Polycarbonat. Muss ich ganz ehrlich sein, der kommt schon sehr billig rüber, kann ich nicht anders sagen. Kann nur hoffen, dass der sehr robust ist, kann ich leider so nichts weiter zu sagen, keine Langzeiterfahrung. Er liegt soweit ganz gut in der Hand, aber rein haptisch kommt der billig rüber, muss man wohl mit leben. Das Messer und bevor ich es aufschraube, ein bisschen komisch. Wir haben hier Torx-Schrauben für den Griff und für den Clip haben wir Kreuzschlitz und fürs Batteriefach ebenfalls. Ja, ich hätte es besser gefunden, rein optisch, wenn sie sich auf eine Schraubenart geeinigt hätten. So, dann gesichert ist das Fach über eine Schraube, wenn ich das so richtig sehe. Okay, die geht auch ein bisschen tiefer rein. So, dann, okay, das ist schon mal gut. Erster Blick, Markenbatterie verbaut, finde ich gut. Sieht sehr sauber aus, was mir gefällt, der Einsatz, das Gewinde. Ja, Edelstahleinsatz, sehr gut. Sieht sehr, sehr sauber aus. Und wie gesagt, Duracell, das finde ich schon mal klasse. Okay, und hier sieht man auch gleich orangefarbene Gummieinsätze. Denn die Taschenlampe an sich soll wasserdicht nach IPX7 sein. Das testen wir auch gleich nochmal aus. Kann ich mir aber wirklich gut vorstellen. Hier haben wir noch einen kleinen Nupsi, den man hier einsetzt, genau, um das sicher zu halten. Okay, ja, das macht soweit einen ganz guten Eindruck. Schrauben wir das mal wieder rauf. So, fest ist es wieder. Ja, wie gesagt, das Ding schmeißen wir gleich nochmal ins Wasser. Checken wir mal, ob das denn soweit funktioniert.
Die Klinge lässt sich wunderbar leicht öffnen, hat auch kein Spiel seitlich und kein Spiel auf und ab. Ist auch von der Klingenstärke recht dünn gehalten, finde ich natürlich gut, mit 2,8 mm. Der Flachschliff ist, der ist eher auf Stabilität bedacht. Da wäre noch mehr gegangen. Ist soweit okay, aber nicht beeindruckend. Andererseits habe ich mit dem Messer vor ein bisschen geschnitzt und das beißt recht anständig. Da war ich verwundert. Also eigentlich haben die hier einen ganz guten Mix gefunden. Ja, also rein vom Schneiden ist das völlig okay. Die Schärfe out of the box ist auch sehr anständig. Von vorn bis hinten fein ausgeschliffen. Auch die Serrations. Gucken wir mal, ob wir das eingefangen bekommen. Der erste Zahn. Sehr, sehr scharf. Ich hoffe, die Kamera fängt das alles ein. Also auch die Serrations ganz sauber ausgeschliffen. Sind sehr, sehr aggressiv. Ich habe es lieber, dass Serrations nicht ganz so aggressiv sind. Aber gut, kann ich mit leben. Wichtig ist immer, dass sie scharf sind. Und das sind die Biester. Also da ist dann auch so ein altes Telefonkabel überhaupt kein Problem. Ja, viele, viele positive Sachen von der Verarbeitung. Da finde ich nicht viel zu meckern. Was mir halt nicht so gefällt, ist, wie schon erwähnt, der Preis. Der könnte ein bisschen günstiger sein. Ich denke, 50 Euro wären auch noch okay. Andererseits liefert Coast auch viel ab. Wie gesagt, rein von der Verarbeitung, tolle Sache. Klinge sehr scharf, keinerlei Spiel, läuft rund, steht auch geschlossen. Schön mittig, der Detent hält die Klinge fest, der Liner steht gut, der Linerstärke liegt bei 1,2 mm. Die Taschenlampe mit 110 Lumen wird als Backup-Lampe durchaus ausreichend sein. Und nicht zuletzt bietet Coast Knives auf seine Produkte, auf seine Messer 5 Jahre Garantie. Auch nicht schlecht. Hat auch einen netten Sound. Ja, und von mir bekommt es trotz des recht hohen Preises eine Empfehlung. Und bevor ich mich verabschiede, schmeißen wir das Ding doch nochmal hier ins Wasserglas. Licht ist an. Das ist jetzt die Seite mit dem Batteriefach. Hätte mir mal ein größeres Gefäß holen sollen. Drehen wir es nochmal um. So. Klicken wir noch mal ein bisschen durch, schalten wir mal aus, schalten wieder an, aus, an. Jo, okidoki, das ist jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Eindruck von dem Teil hier. Aber soweit ich das sehen kann, funktioniert das wunderbar. Ich bleib dabei. Nettes Teil, kann man durchaus empfehlen, gerade für Camping, Outdoor-Backup im Auto. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Ist das Teil zu gebrauchen. Und dann wie immer, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.